Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und schaut mal hier, ich habe noch ein Paket bekommen. Ich weiß natürlich, was drin ist, aber wir wollen hier mal gemeinsam reinschauen. Es ist nämlich was ganz Besonderes. Und ich habe es genauso, wie es jetzt ist, vom Paketboten angenommen. Wir werden unter Umständen noch zwischendrin mal den Akku laden müssen und vielleicht hier und da ein bisschen was für das nächste Video oder für das, wie es dann weitergeht, noch herrichten. Aber ich will ja, dass ihr auch seht, wie das Ganze hier ankommt. Das ist die Umverpackung. Da steht drauf, Item Nummer K966. Wem sagt das was? K966. Ha, mir natürlich. Denn der Markus von Modellbau Natterer war so nett und hat mir hier ein Ansichtsexemplar zukommen lassen. Ich habe das nicht gekauft und ich muss das auch wieder zurückgeben. Aber ich wollte es mir natürlich anschauen und ich werde dafür nicht bezahlt. Also das gleich mal vorne weg. Das ist keine bezahlte Werbung, sondern einfach blanke Neugier, die ich hier habe. Interessanter Koffer, hat so einen Stoffbezug, ist aber irgendein Schaumstoff. Ist irgendwas drauf? Nö. Der hat hier oben so Entriegelungen. Und damit kann ich hier... interessant. Also man kann es hier entriegeln und dann kann ich das hier so aufklappen. Und wir sehen schon, hier kommt ein Akku raus. Das ist der gleiche, wie der Bagger hat. Würde ich mal sagen. 7500 mA, 7,4 Volt, genau. Und dann haben wir eine Fernbedienung, FlySky FSI 6S ist es. Oh, ein Bild, das zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier mit drin das tolle Carbolite-Ladegerät. Wahnsinnig gut. Das werden wir nachher auch gleich mal anstecken. Dann haben wir hier noch, oh Gott, was kommt hier noch raus? Das ist der Binding-Stecker für die Fernbedienung, für den Empfänger. Den hoffe ich brauchen wir nicht. Ich hoffe, das ist alles eingerichtet. Da ist nichts mehr drin. Und hier hinten ist noch ein Fläschchen mit Hydrauliköl. Jo. Mit Hydraulikflüssigkeit. Und hier ist die Anleitung. Das versteckt sich hier drin. Ein Carbolite K966 Hydraulikradlader. Ist in Chinesisch und Englisch geschrieben. Kurze Anleitung. Hier bitte den Akku einstecken. Hier bitte Batterien reinlegen. Wo ist was? Was bedeutet es zum Laden? Ist auf jeden Fall besser in meinem Carbolite Bagger. War nämlich keine Anleitung mit dabei. Deswegen finde ich das ganz toll, dass sie das jetzt hier machen. Es ist ein 10-Kanal-Empfänger hier drin. Müsste ja beim anderen nicht anders sein. Switch. Hier ist nochmal ein bisschen was, wie man es einstellt. Remote Control for Function Introduction. Da kommt das Öl rein. Der hat einen Ölmessstab, scheint mir. Okay. Also hier war jetzt sonst nichts mehr mit drin. Die Schachtel packen wir da wieder mit rein. Der Karton ist cool. So, und... jawohl, hier haben wir das gute Stück. Wow. Ist wie an Weihnachten. Boah, ist der schwer. So, da steht er. So sieht's aus, das kommt raus aus unserer tollen Box. Er ist kleiner als erwartet. Das finde ich super. Kein Vorwurf. Oder er wirkt zumindest kleiner. Wir werden uns das nachher mal anschauen. Wie gesagt, ich wollte ihn jetzt gemeinsam mit euch einmal auspacken, den Koffer anschauen und was so alles hier rauskommt. Und ich werde jetzt mal kurz den Akku laden, werde mal die anderen Modelle herholen, damit wir ein bisschen einen Vergleich haben. Auch werde vielleicht gleich Öl nachfüllen und einmal kurz durchgucken, ob das alles so weit läuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Geht sofort im Anschluss weiter. Wie es zu erwarten war, lädt der Akku immer noch. Also ich zeige euch das kurz hier. Der hängt hier dran. Zwei rot, eins grün. Heißt Zelle 1 und Zelle 2 laden noch. Wenn der voll ist, werden alle grün im Übrigen. Bei diesem Ladegerät. Und
Ich lasse ihn jetzt nochmal kurz am Ladegerät hängen, denn ich will euch ja kurz sagen, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, außer dass der Akku da dran hing. Ich habe mir einmal die Beschreibung rausgelassen aus dem Shop von dem Radlader. Ich habe natürlich eine Waage hergerichtet, die Anleitung steht da, Messgerät und Metermaß und so weiter alles hergerichtet, dass wir das jetzt dann alles auch irgendwo in Griffnähe haben. Und ich habe ihn schon mal mit der Hydraulikflüssigkeit gefüllt. Und wenn ihr schaut, der war ja voll und da ist jetzt nur noch so ein Schluck drin. Also es geht richtig was rein an Flüssigkeit. Der Tankdeckel ist hier hinten drin, kommen wir nachher noch drauf. Ich habe ihn auf jeden Fall gefüllt und dann dementsprechend die Funktionen, die Hydraulikfunktionen, alle knappe 5 Minuten einmal laufen lassen, damit die entlüftet sind. Und hier bin ich am Anfang ein bisschen erschrocken, also falls ihr euch den auch besorgt, nicht erschrecken. Beim Bagger ging das wahnsinnig schnell, dass die entlüftet waren. Da ist ein paar Mal hin und her gefahren, war alles gut. Hier war es so, dass die Hubhydraulik hat richtig lange gedauert. Also die habe ich echt lange hoch und runter gefahren. Ob die jetzt die Endgeschwindigkeit hat, das weiß ich nicht. Aber man hat einfach gemerkt, am Anfang, das war so zäh, das unbeschreiblich langsam und echt zäh. Und ich dachte schon, ich habe zu wenig Öl drin, habe ich wieder da geguckt und so. Also ihr müsst es wirklich, keine Ahnung, 5 Minuten am Stück hoch und runter, auf ganz runter, ganz hoch, ganz runter, ganz hoch. Und irgendwann merkt ihr, es wird von Mal zu Mal sichtbar und deutlich schneller, merklich schneller. Und das hat es ja bei allen Funktionen. Bei der Schaufel ging es relativ schnell und die Lenkung, da war irgendwie gar nichts. Das ging eigentlich sofort, einmal links, einmal rechts, war das Thema irgendwie gegessen. Aber wie gesagt, beim Hub, da haben wir halt auch die zwei Zylinder, wobei ich das beim Lenken ja auch habe. Hier hat es einfach lange gedauert. Ich weiß nicht, warum waren die komplett leer und in den anderen war schon was drin. Ich weiß es nicht. Genau. Also, wie gesagt, Hydraulikflüssigkeit eingefüllt, da geht echt viel rein. Mich hat diese Spritze hier ein bisschen geärgert. Ich habe eine Spritze genommen, aufgezogen und reingedrückt, denn mit dem Ding, das ist irgendwie, ja gut, das ist wie Feuerzeuggas nachfüllen bei mir. Das sind Sachen, die funktionieren bei mir einfach nicht. Genau. Ich habe jetzt, wie gesagt, mal diese Beschreibung hier rausgelassen. Hier steht so ziemlich alles drin. Ob das alles genau so ist. Ich schätze, das sind die übersetzten Herstellerangaben, die hier draufstehen. 10 Funktionen, hat viel Power, ist schneller als mit Spindelmotoren. Dann stehen noch ein bisschen die Maße drauf. Hydraulikpumpe ist eine Hochleistungspumpe mit Überströmventil, Durchfluss 400 ml pro Minute. Der Druck ist einstellbar, 3-Wege Umschaltventil. Luftölkühler, außerdem hat das Modell einen Zweigang Schaltgetriebe und sperrbare Differentialachsen. So, also erstmal das vorneweg. Hier steht Maßstab 1 zu 14. Es ist, ich habe es mal rausgesucht, ein Cut 966 müsste es sein mit der Trittleiter da hinten. Das ist relativ markant. Ich schätze auch mal, sind die Schrauben locker? Hier nicht. Wenn man gleich anzieht. Ich schätze mal, dass K966 jetzt nicht irgendwo aus der Luft gegriffen war. Deswegen, ich schätze, es ist ein Cut 966. Maßstab 1 zu 14. Glaube ich nicht. Also wenn ich es grob nachgerechnet habe, könnte das eher 14,5 sein oder sowas. Aber ich sage jetzt einfach mal so, er passt gut dazu. Hier haben wir ein bisschen ähnliches Verhältnis wie bei den Baggern, denn es gibt es hier einfach von ganz klein zu ganz groß in allen Varianten. Das heißt, ich kann mir natürlich einfach sagen, das ist jetzt kein Cut 966, sondern irgendwas anderes und schon kriege ich einen anderen Maßstab, wenn ich damit leben kann. Ja? Wie gesagt, ansonsten ist das echt klasse. 1 zu 14, hier steht noch ein bisschen Maße drauf, Gewicht drauf, das schauen wir uns alles nochmal an. Akku ist... Oh! Ah! Alles grün! Der Akku ist voll. Wer hätte es gedacht? Also der war mit Sicherheit nicht leer, sonst wäre da nichts gegangen. Steuerbare Funktionen fahren, vorwärts, rückwärts, links und rechts, das erwarte ich auch. Ausleger hoch, runter, Schaufel auf, zu, Licht an, aus. Hier steht jetzt Demo-Modus an, aus. Demo-Modus hat er keinen, dafür hat er eben eine Differentialsperre für vorne und ein schaltbares Zweiganggetriebe. Genau. Was dabei ist, haben wir schon gesehen, Radlader, Ladegerät, Akku. Hier steht 12 Watt, sind 20 Watt, ist ein 20 Watt Ladegerät mit 1,6 Ampere Ausgangsleistung. Das heißt, bei 7,5 Ampere brauche ich 5 Stunden.
roundabout, wenn er das liefert. Ja, das weiß ich jetzt nicht, das ist die, ob das die Spitzenauslastung ist. Okay, Kiste und eine Anleitung. Genau, das steht hier alles soweit drauf. Ich verlinke euch das in den Shop natürlich unten rein. Wie gesagt, ich habe es von Natterer Modellbau, ihr könnt es natürlich auch einfach googeln. Da habe ich ihn her, oder beziehungsweise in dem Fall bekommen. Er geht ja wieder dorthin zurück. Und da ist er dann auch lieferbar. Ich habe den Markus noch gefragt, also momentan sind welche vorhanden. Die kamen etwas schneller und es ist aber schon nachbestellt. Und ich glaube Mitte Februar ist die nächste Charge, die geliefert wird. Also nehmt euch das auf Termin, schaut fleißig in den Shop, damit ihr euch einen ergattert. Ich weiß nicht, wie viele kommen. Ich preislich liegt das Ding irgendwo bei 2000 Euro. Top Sache. Deswegen, also wie gesagt, ich verlinke es euch auf jeden Fall nach unten. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier ein bisschen was hergerichtet, damit wir uns das Ganze auch mal im Vergleich natürlich anschauen können. Und damit ich ein bisschen mehr Platz kriege, würde ich sagen, wir fangen hier mal mit dem Wiegen an. Sollen wir den Akku mitwiegen? Ja, oder? Machen wir. Wo kommt der Akku hin? Also, wir haben Akku und An- und Ausschalter hier hinten drin. Finde ich super gelöst. Das Ding ist echt schwer. Ich zeige euch gleich nachher, wie schwer. So, also hier haben wir Akkufach. Hier ist der Hydrauliktank. Hier ist die Platine mit An- und Ausschalter. Und hier ist der Empfänger drin. Und genau. Dann legen wir doch mal den Akku ein. Der Tank ist voll. Das heißt, wir haben jetzt das Maximalgewicht im Endeffekt des Ganzen. Ohne Fernbedienung natürlich, denn die fährt ja nicht mit. Und wir haben jetzt hier ein Gewicht von 9,05. Also ein bisschen entfernt noch von den 11,2 Kilo. Vielleicht ist das der ganze Koffer. Ich weiß es nicht. Aber hier sind wir bei 9,05. Also gute 9 Kilo. Ist aber ein stolzes Gewicht. Das Ding ist auch fast komplett aus Metall gearbeitet. Also von dem her. So. Kurz die Waage wegpacken. Dann haben wir hier etwas mehr Platz. Wie stelle ich den denn? Damit ihr da ein bisschen mehr seht. So vielleicht. Also hier hinten kommt der Akku rein. Der hat wunderbar Platz. Hier ist der ein Ausschalter mit drin. Und hier haben wir auch die Klappe bzw. den Verschluss vom Öl. Die ist gerade mal raus. Was ich hier ganz nett finde, muss gerade mal gucken, habe ich hier irgendwo ein Sabbertuch, ist, der hat hier einen Ölmessstab mit dabei, mit so einer Kerbe dran, wo man dann sieht, da zwischendrin sollte es liegen, das Öl. Finde ich eine tolle Sache, ja? Weil ich sehe natürlich in den Tank nicht rein und so tue ich mir da leichter, ja? Um das Ganze zu prüfen, ob ich noch genug Öl habe. Ich bin ganz ehrlich, ich war ein bisschen fauler. Ich habe alles reingedrückt, also alle Zylinder eingefahren, habe eigentlich voll gemacht und habe dann angefangen zu entlüften. Dann läuft so ziemlich die Hälfte aus dem Tank wieder in die Zylinder und habe dann einfach noch ein bisschen nachgefüllt. So war das Vorgehen bei mir hier. Dann würde ich sagen, dann bauen wir ihn hier mal ein. Das ist der XT30 Stecker, hat der, diese kleinen gelben Stecker. Gucken wir hier rein. Warum passt er am besten? So vielleicht. Schauen wir mal. So, hier kann man übrigens drehen. Das ist hier vorne. Dieser Poppel hier oben ist zum Drehen. Der verschließt im Endeffekt die Klappe, die ist jetzt fest und dann kann ich meinen Akku zumindest mal nicht mehr verlieren. Ich habe mich in der Zwischenzeit natürlich auch mal mit der Anleitung beschäftigt. Sie ist auf Englisch, ist überhaupt kein Thema. Es steht nicht viel drin. Also es ist alles bebildert. Ich komme gerade einmal rum, damit ihr so ein bisschen einen Einblick habt. Was hier natürlich super ist, der linke Schalter oben ist hier Light Switch. Ist völliger Quatsch, denn links oben befindet sich die Differentialsperre für vorne. Dann kommt wirklich das Licht. Dann haben wir nichts und ganz rechts steht wieder Light Switch. Und hier ist allerdings
das Zweiganggetriebe zum Auswählen. Genau, dann kommt nochmal, wo was ist, wie man auflädt, Anleitung für das Ladegerät. Ladegerät übrigens, also wie gesagt, 20 Watt ist halt echt zäh. Ich empfehle euch, es ist auch verlinkt hier, Schnellladegerät 80 Watt. Ist auch im Shop, bestellt euch das mit, das Kabel mit dazu, habt ihr wesentlich mehr Freude dran, weil, also das ist eine Krankheit, da was aufzuladen. Da kriege ich echt, anfällig. So, was ich ganz cool finde ist, man kann hier nochmal, anhand der Bilder in Chinesisch und in Englisch, wie ich hier noch Feineinstellungen vornehmen kann für das Fahren, für den Hub. Hier ist der Mischer sogar nochmal erklärt, wie die Hydraulikpumpe angesteuert wird, auch nochmal das Öl nachfüllen. Hier oben sind die einzelnen Kanäle aufgeführt. Kanal 1, 2, 3, 4 und 5 eben für die Pumpe. Die läuft übrigens immer nur in eine Richtung. Ja, das heißt, egal in welche Richtung ich fahre, die Pumpe läuft in eine Richtung. Dann haben wir eben das Licht, das zeige ich euch nachher. Und dann sind nochmal die einzelnen Fahrfunktionen. Also er kann nach vorne links und vorne rechts und hinten links und so weiter. Das wissen wir alles. Das war's auch schon. Mehr steht jetzt hier nicht drin. Ja. Okay. Haben wir das Papierzeug durchgearbeitet, oder? Luftölkühler. Ein paar Sachen werden wir nicht rausfinden, denn es ist nicht meiner. Das heißt, ich werde ihn jetzt noch nicht, auf jeden Fall jetzt nicht aufschrauben und reingucken. Ich bin mir sicher, dass irgendwo dieses Überdruckventil bzw. das Pumpenventil da drin ist, wo ich es dann wirklich einstellen kann. So wie es ja bei meinem Bagger auch war. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt soweit echt zufrieden. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, glaube ich, irgendwas einzustellen. Also so wie er jetzt out of the box kam. Und hier steht, nur bei uns vor dem Versand wird jeder Radlader getestet und eingestellt. Hier bei Natterer Modellbau. So ist der nicht. Also der ist nicht geöffnet gewesen. Das ist wirklich so wie aus der Box kam. Und von dem her, ich bin da schon ziemlich zufrieden. Muss ich sagen. Ja? So, haben wir das auch. Mitte Februar habe ich euch gesagt, ab Mitte Februar circa kommt wieder Nachschub, hat man mir gesagt. Das heißt, da auf jeden Fall merke in den Kalender und da dürfte er wieder verfügbar sein. Und wie gesagt, ansonsten ist es ein Cut 966. Ich komme nicht aus der Baustoffecke, keine Ahnung. Ich habe mir vorhin die Bilder angeguckt, müsste tatsächlich auch wirklich so passen. Wie gesagt, vom Maßstab her 1 zu 14. Kann sein, kann auch 14,5 sein oder so. Ich finde ihn, er passt auch wunderbar zu meinem 1 zu 16 Brudermodell. Von dem her bin ich absolut glücklich. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt, wo ich vorhin schon gesagt habe, ich bin froh, dass er kleiner als erwartet ist. Denn hier steht Maß, technische Daten, Breite 22,3 oder war das die Höhe? Oder 18,2. Also ich habe mir das vorher angeguckt und dann, passt der wirklich da dazu? Also vom Maßstab, oder ist das jetzt so ein Klopper, der irgendwie ja nicht einfach so dazu passt? Ja, von der Spur her, von der Größe her, ja. Aber ich muss sagen, ich bin absolut zufrieden. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die Maße an, hätte ich gesagt, und wir schalten ihn natürlich auch gleich ein. Und gucken mal, was der so kann. Ich war vorhin schon, habe das Modell schon eingeschalten, wie ihr seht. Wir können das natürlich nochmal machen. So, hier drin ist der Schalter. So. Der piepst übrigens auch einmal und dann geht es auch schon los. Zu den Funktionen, wir haben also hier die Differentialsperre für vorne. Die hört man, wie sie rein und raus geht. Wir haben hier hinten das Getriebe und wir haben Licht. Und das Licht bedeutet entweder Licht an. Dann leuchten hinten oben diese drei Lampen. So, dann haben wir Licht aus. Da ist gar nichts an, weder oben noch hinten. Und dann habe ich eine Warnblinkanlage. Dann blinkt das hier hinten so ein bisschen. Und hier vorne natürlich auch. Das war auch schon der ganze Lichterzauber. Mehr gibt es hier nicht. Was ich gar nicht schade finde, ist, dass es solche Funktionen oder solche Ambitionslichter gibt, die sich irgendwie mit dem Fahren kombiniert sind. Außer jetzt rückwärts fahren. Aber es gibt ja so Modelle, wo ich, wenn ich dann fahre, dann geht irgendein Licht an. Braucht man nicht. Ja? Soundmodul ist keins drin. Brauchen wir auch nicht. Wir hören die Pumpe.
Und das passt also so. Und dann haben wir rechts, das habe ich schon gesagt, gell? Das Getriebe, das schauen wir uns nachher nochmal an, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Dann haben wir Fahren und Lenken und auf der anderen Seite das Hubgerüst. So, irgendwas habe ich wieder angestellt. Das ist das Ganze Öl wieder weggelaufen. So ging es mir am Anfang. Also das war tatsächlich das. Also entweder muss die Pumpe hier warm laufen. Das kann natürlich auch sein. Also man sieht, es hat sich relativ schnell, ich weiß nicht, hat sich jetzt durch das, dass ich es vorne auf meinen Kopf gestellt habe und so, vielleicht ein bisschen verlagert. Dürfte eigentlich nicht sein. Also wie gesagt, hier funktioniert super. Ich mache das jetzt so nebenher mal ein bisschen, ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Aber ihr seht, es wird schneller, es wird deutlich schneller, mit jedem Mal, wo es sich hin und her bewegt. Also, wir haben hier den Hub, wir haben die Schaufel. Was wir feststellen, oder was ich feststellen musste, wir haben keine starre Telemetrie. Das heißt, wenn ich hier unten flach liege, das ist übrigens der tiefste Punkt. Fangen wir vielleicht da gleich damit an. Ich bin mit dem Hubgerüst jetzt ganz unten. Ach ja, beim Lenken blinkt er. Aber auch nur in dem Moment, wo ich das betätige natürlich. Das ist ganz unten. Also ich bin jetzt am tiefsten Punkt. Die Schaufel ist jetzt gerade und hier haben wir eine Länge jetzt von Schaufelspitze 58 cm. Bis ganz vorne. Also letzter Punkt bis erster Punkt hier vorne 58 cm. Können die anderen Sachen auch gleich machen. Wir haben hier eine Spurbreite von den Rädern eine von 18,4. Sowas in dem Dreh. Und jetzt kommt aber, wir haben eine Schaufelbreite von 18,3. Ja, also die Räder stehen etwas über. Es dürfte gerade passen, wenn ihr irgendwo lang fahrt. Aber es könnte sein, dass links und rechts ein bisschen was stehen bleibt. Allein schon durch die Kante natürlich. Also die Schaufel ist im Endeffekt wirklich genau die Breite von meinen Rädern. Ja? Ihr wisst, ich habe ja bei mir, das muss einfach ein bisschen breiter sein, damit ich irgendwo reinfahren kann. Und das ist dann schon weggeräumt, bevor die Räder kommen. Ansonsten fahre ich ja immer über das nicht weggeräumte Material drüber. Ob das hier so ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das funktioniert tatsächlich so auf den letzten Millimeter. So, Breite, wie gesagt, haben wir, was haben wir gesagt? 18,5. Machen wir noch die Höhe hier. Sind wir bei Kabinenhöhe 22. Das haben die angegeben, 22,3, 18,2, 57,5. Das passt einwandfrei. Genau das. Stimmt, das passt auch. Nur das Gewicht hat eigentlich nicht gestimmt. Da sind wir bei 9 Kilo. Keine Ahnung. Genau. Das macht mich hier ganz kribbelig. Machen wir mal schnell hier. So. Ja. Besser, bevor ich nur abrupf hier. Genau. Also ich hoffe, ihr seht das. Wir fahren gerade mal ein Stück nach hinten. Also es ist alles proportional natürlich zum Fahren. Ja? Aber das sollte jetzt natürlich bei so einem Modell auch nicht mehr auch völlig klar sein. So, ich lege jetzt mal die Schaufel ganz unten hin. Wir sind jetzt, wie gesagt, mit dem Hubgerüst ganz unten. Das heißt, wenn ich jetzt die Schaufel plan habe, dann stehe ich am Boden auf. Punkt. Tiefer geht nicht. Tiefer ist nicht. Tiefer macht das Hubgerüst jetzt in dem Fall nicht mehr mit. Das Einzige, was ich machen kann, um jetzt hier noch tiefer zu kommen, ist das, dass ich die Schaufel natürlich nach unten drücke. Und ihr seht, dann, das geht natürlich, das ist das Maximum. Ja? So, ich drehe es gerade mal so rum. Das heißt, so kann ich ihn hinstellen. Der lupft sich ohne Probleme hier nach oben. Hätte mich auch gewundert, wenn da das irgendwie anders gewesen wäre. Also, so schaut das Ganze aus. Jetzt ist aber so, wir haben ja eh eine Abbruchschaufel hier dran. Ich heb sie gerade mal auf.
Und ihr seht, die ist hier nicht gerade vorne. Die hat also nicht so ein Messer oder so ein Schild vorne dran. Das heißt, wir haben hier so eine Rundung. Wir haben die Zacken mit dran. Das heißt, eine richtige Planie wird unter Umständen eh schon zäh, wenn ich jetzt hier sage, ich will hier einen Straßenaufbau machen. Das hier ist im Endeffekt wirklich für Abbrucharbeiten. Ja? Also Material holen und drauf auf den Kipper. Und wenn wir schon bei dem Kipper sind, das ist ganz oben. Das ist das Hubgerüst ganz oben. Und jetzt nochmal ganz kurz die Telemetrie-Sache, bevor ich es wieder vergesse. Das sind jetzt einfach, ich gehe mal zur Seite, schwarze Schaufel vor schwarzem Pulli, ich sehe es. Wenn ich jetzt die Schaufel in einer Position habe und ich fahre jetzt hier hoch und runter, ihr seht, die bleibt nicht in dieser Position. Also die bewegt sich hier wirklich, ganz im Gegenteil, die macht hier oben tatsächlich nur fast auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten gerade bin und fahre hier hoch, dann kommt die hier oben tatsächlich und geht schon fast wieder in Richtung Öffnen. Ja? So, das ist die maximale Hubhöhe und wir sind hier, wenn ich den gerade stelle. So. Wie gesagt, das ist nichts eingestellt. Das Original, die Hydraulik, wie sie geliefert wird. Und wir haben hier eine Hubhöhe von 24,5 Plan drüber. Also 24,5 cm kann ich hier an Hubhöhe überfahren. Haben wir aber den zweiten Punkt. Ich will das Zeug ja ausleeren. Also klar, ich könnte jetzt, wenn ich jetzt... Wir denken uns die Schaufel weg und denken uns die Palettengabel hin. Dann könnte ich natürlich auf dieser Hubhöhe hier etwas drauf fahren. Aber wenn ich hier jetzt Material drin habe, dann bin ich ja hier höher. Also ich komme ja so an mit dem dicken Haufen Material. Dann habe ich hier eine Höhe... von, schau mal, wo kriege ich das gemessen? Hier vielleicht. So, 26 cm ist hier die Unterkante von der Schaufel. Da komme ich jetzt über meine Bordwand drüber. Und jetzt muss ich das Zeug aber auch noch ausleeren. Und dann sieht das Ganze so aus. Also, über die 24 cm Bordwand oder 26 cm Bordwand komme ich tatsächlich drüber. Aber wenn ich das Material jetzt auskippe, dann bin ich jetzt hier noch bei... Ja. Braucht man irgendwas zum Gegenhalten, damit ich mal hier so grob irgendwas gerade ziehen kann. Schaufel 16,5, 17 cm, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss ja nicht ganz auskippen, mir reicht es ja, wenn da oben ist der Scheitelpunkt von der Umlenkung, das sind Millimeter, so, jetzt würde er noch auskippen, hier würde ich jetzt kommen auf 21 sowas. Ja, das ist jetzt Hubhöhe. Also 24, 26 cm Bordwand komme ich drüber. Wenn ich es aber richtig, also Vollgas auskippen will, bin ich hier bei 17 cm. Ohne Zinken. Ja, wenn ich jetzt die Zinken vorne noch abziehe, dann sind wir bei 15,5. Und das ist schon eine enge Nummer. 15,5 ist eine enge Nummer. Ich fahre ihn gerade mal ein Stück zur Seite. Ich habe hier mal den hübschen MAN mitgebracht. So, der hat jetzt eine Bordkante von 17,5. Ja. So, und wenn ich jetzt hier drüber fahre, das geht natürlich locker. Jetzt kann ich ausleeren. Und jetzt bin ich aber hier schon... Also mit den Zinken bin ich schon richtig drin. Und hier bin ich, schauen wir mal. Ja, also ich muss schon durchbiegen. Also ich kann hier keinen Haufen drauf laden. Weil Hubgerüst, ich bin oben. Es geht nicht höher. Ja, das war es auch schon. Also ich kann den hier zwar beladen, das ist jetzt auch überhaupt kein Thema, aber wenn ich eben voll ausleeren will, weil schweres Material, nasses Material und ihr seht, feinfühlig am Ende zu fahren, also ja, ich bin manchmal auch nicht feinfühlig, aber das ist... der Zylinder bewegt sich hier, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video seht. Ich drehe es gerade mal rum, vielleicht habt ihr Glück oder wir können da mal hinscrollen. Der Zylinder macht hier einen Weg von, jetzt sind wir bei 0,7. Und wenn ich jetzt hier das ganz runter drücke, ja, von 7 mm. Ja, also hier diese Variante zwischen diesen
eigentlich relativ viel Bewegung an der Schaufel durch diese Umlenkung. Das ist ganz minimal am Servo. Und dementsprechend geht das so auch so zackig und ist echt schwer, feinfühlig irgendwas da nochmal zu fahren. Also vor allem, ich will ja nicht irgendwo an dem Kipper dran stehen und dann hier mir irgendwie einen wegfriemeln und der LKW-Fahrer denkt sich, ja, ich bin irgendwie so und dann muss ich jetzt gucken, dass ich ja nicht zu tief und so. Nein, ich will das Ding ausleeren, leer machen und weiterfahren. Ja, so, das ist eigentlich, ja, wie gesagt, ansonsten top, also vom Fahren her. Der Hammer. Ich habe euch den Ruderradler nochmal mitgebracht. Denn ja, es ist ein 1 zu 14 oder 14,5 Modell. Aber ich finde, der Vergleich sollte trotzdem gut machbar sein. Wie gesagt, ich fahre im 1 zu 16er Bereich eben den Brudermaßstab. Und ihr seht schon, er ist jetzt nicht hochgefahren, aber er passt von der Größe her einwandfrei dazu. Ich müsste gerade mal gucken, ich weiß es auch nicht auswendig. Wir haben hier 18,5 Schaufel und 17,8 sowas an Spurbreite. Also wir sind hier relativ gleich. Ja. Und wenn ich mir das so anschaue, dann gehen wir runter. Der Bruder oder die Bruderkabine, beziehungsweise das ist ja nicht die Original-Bruderkabine, das habe ich ja umgebaut. Aber hier sind wir eigentlich gleich hoch. Auch von der Länge her. Oder wenn man die Modelle von der Seite her anschauen. Also, ich schaue mal, dass ich euch da natürlich noch ein paar Fotos mache von den Vergleichen, Breite und Länge und so weiter. Ja? Also, passt wie gesagt hervorragend zu den Brudermodellen mit dazu. Und es ist eine Alternative. Denn so ein elektrischer Radlader, der hat ja auch schon seinen Preis. Ja? Wenn ihr da ein bisschen was Besseres wollt, da stehen lassen, oder? Ja, dann rammel ich ihn nachher rum. Wenn ihr da ein bisschen was Besseres wollt, dann kostet das auch Geld. Ja? Und wie gesagt, hier haben wir ein Vollmetallmodell. Ich muss gerade gucken, was ist hier nicht Metall? Kotflügel. Eigentlich ist es irgendwie gefühlt, ich habe noch nicht wirklich gefunden, was jetzt alles aus Plastik ist. Die Scheibe. Welche Überraschung. Genau. Auch die Stangen hier oben sind Metall übrigens. Genau, also es ist ein Top-Modell, wie gesagt, und es ist halt hydraulisch, es kommt fertig, ich brauche jetzt nicht so viel Kenntnis von der ganzen Sache, aber wir sind immer noch im Modellbau, das heißt ein bisschen technikaffin sollte man natürlich sein und ich bin mir sicher, am Anfang hilft man einem noch, aber irgendwann, wenn der jetzt mal ein oder zwei Jahre alt ist und man braucht einfach ein bisschen Hilfe, dann ist es nicht verkehrt, wenn man weiß, wo man hinfasst. Oder, ich habe es im letzten Video gesagt, ich habe jetzt diesen Posten Hydraulik-Service im Shop, wo ihr euch direkt an den Sigi wenden könnt, der euch dann hier weiterhilft. Ja, und wenn ihr wirklich sagt, ich komme nicht mehr weiter, die Pumpe, die Zylinder, irgendwas, macht dauernd Probleme. Ja, jetzt geht's. Ich weiß nicht, vielleicht war es wirklich vom Rumbeugen. Weil Temperatur müsst ihr jetzt eigentlich nicht mehr haben. Aber ihr seht, er geht zügig. Ja, das geht wunderbar. Schaufel über die Geschwindigkeit brauchen wir uns gar nicht beschweren. Ist eher zu zackig. Was ganz toll ist, ist, er kann unten ganz zumachen. Das heißt, wenn ich jetzt so stehe und ich fahre, also ich habe mir jetzt ein bisschen rausgehoben, ich fahre jetzt hier ins Material rein, dann kann ich hier die Schaufel zumachen. Fällt nichts mehr raus, kann rückwärts wegfahren, Hubgerüst hoch und weiter geht's. Ja? Also von dem her, das ist schon mal top. Die Lenkung läuft auch hydraulisch. Das ist auch wunderbar. Ich weiß gar nicht, auf welchem Gang ich jetzt bin. So, ihr seht, was ihr nicht seht. Ja, ich habe immer noch ein Problem mit meiner Kamera oder immer wieder. Die schaltet einfach ab. Ich krieg's nicht gleich mit. Quatsch einfach mal weiter. Deswegen, ich habe jetzt kurz nachschauen müssen. Wir sind bei der Lenkung stehen geblieben, beziehungsweise bei den Gängen und beim Fahren. Das Lenken hatten wir ja. Und das Fahren. Wie gesagt, wir haben ein Zweiganggetriebe drin. Und das testen wir auch gleich. Und eben die Differentialsperre. Und das schauen wir uns auch gleich an, was wir hier zu erwarten haben. Das Gute ist, nachdem ich jetzt ein paar Sachen schon erzählt habe
ohne dass ihr dabei wart, weiß ich die natürlich schon und muss euch nicht so lange auf die Folter spannen. Nimmt euch natürlich vielleicht ein bisschen die Spannung und die Freude daran, zu sehen, wie doof ich mich anstelle. Aber auch das bringen wir hin. Hinter Achse pendelnd. Ist also wunderbar. Und wir haben jetzt eben zwei Schalter. Wir legen den so hin. Das reicht. Das reicht dick. So. Wir haben zwei Schalter. Einmal links oben ist die Differentialsperre für die Vorderräder. Und wir haben hier auf der rechten Seite die Gangschaltung. Und wenn ich hier fahre, hinten habe ich immer ein Differential, das heißt, ich kann hier festhalten, normalerweise. Ja. Dann dreht sich der, ach, ich kann deswegen nicht festhalten, weil das ich auf der anderen Seite schon eingekrallt hatte. Hinten ist das Differential immer offen. Ja, also hinten funktioniert es immer. Vorne ist es so, also wenn ich sie einschalte, müssen alle Hebel ja nach oben sein. Kennt ihr von dieser Fernbedienung. Somit ist das Differential gesperrt von der Vorderachse. Das heißt, wenn ich die anmache und ich stelle nichts um, habe ich auf jeden Fall schon mal die Vorderachse, das Differential gesperrt. Auf der rechten Seite bin ich auch oben, da bin ich bei Gang 1. Das zeige ich euch mal. Oder ihr hört es besser gesagt, sehen tut ihr nicht so viel. Also da geht schon was ab. So, wenn ich jetzt hier das Differential aktiviere, seht ihr, dann kann ich hier ganz locker ein Rad festhalten. Dann kommt er natürlich wesentlich schöner um die Kurven rum. Und ich glaube jetzt, wenn das Material nicht zu lose ist oder auf der Straße, wird es so sich wesentlich schöner fahren. Wir fahren nachher hier unten, denn mein Tisch ist nur ungefähr so groß hier. Und das ist so eine gefühlte Schaufelbreite und der ist echt schnell unterwegs. Das heißt, den werden wir nachher nochmal unten hier eine Runde fahren lassen. Aber so viel dazu. Wie gesagt, wenn der Hebel nach oben ist, haben wir hier die Frontachse, das Differential gesperrt. Und wenn hier der Hebel nach oben ist, haben wir den ersten Gang. Und nach unten haben wir den zweiten Gang. So einfach ist es. Die Lenkung funktioniert gut. Sie lenkt weit ein. Funktioniert auch tadellos schnell. Ist halt wieder mein Fahrkönnen mit dem, es stellt sich nicht selber zurück. Ja? Das ist so, das gehört sich auch so. So haben es die Radler dann natürlich normalerweise. Ich bin halt verwöhnt und ich will das immer mit der Servorückstellung in dem Fall. Das haben wir jetzt hier nicht. Ist aber überhaupt kein Problem, ist einfach nur Gewöhnungssache. Ja, von dem her. Aber ihr wundert euch nicht, wenn ihr mich nachher fahren seht. Was, wenn er gerade hier so drauf steht, was ich noch testen möchte, ist, mich interessiert immer so ein bisschen, was der an Strom frisst. Denn wir haben ja einen 7500 mAh Akku, sprich 7,5 Ampere. Und da geht es jetzt natürlich darum, was braucht der so an Hydraulikpumpe und an Fahrwerk? Also wo sind meine Stromfresser? Wie lang komme ich denn mit so einem Akku hin? Deswegen stecken wir jetzt hier einmal das Multimeter schnell dazwischen. So. Einmal auf Ampere. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Soll ich das mal irgendwo hier hochstellen? Hatte doch so eine. Der hatte so eine Klappe, ja. Schön. Ich stelle es gerade mal daher. Seht ihr das? Ich scroll mal ein bisschen hin. So. Aber ich rede ja eh nebenher. Also lasst euch da nicht irritieren. So, und dann gucken wir einfach mal, ja, das ist natürlich super mit dem Hubgerüst und den ganzen Kabeln jetzt. Kriegen wir das so hin, ohne dass irgendwas abbraucht? Ja, oder? Also, schauen wir erstmal, was die Hydraulikpumpe so sagt. Das heißt, jetzt fahren wir hier, wenn wir anmachen hilft. Wenn das Modell aus ist, sparen wir am meisten Strom. Ist das nicht toll? So, also, 5, 6... 5, 6, 7, 8, 5,
Also je nachdem, was wir an Ladung drauf haben, würde ich jetzt mal sagen, muss die Pumpe auf jeden Fall irgendwas zwischen 5 und 7 Ampere hier wegarbeiten. 5 bis 7 Ampere für die Hydraulik. Und jetzt fahren wir noch. Ich mache jetzt mal alle von mir gesehen oder gedachten Stromfresser aus. Das heißt, wir machen mal das Differential auf und bleiben im ersten Gang. Ist das so? Wir haben jetzt keine Last drauf. Das heißt, der dreht ja jetzt frei. Das heißt, jetzt sind wir bei 1,3. So. Im ersten Gang. Ist okay, oder? 1,5. Jetzt machen wir das Differentialsperre vorne rein. Okay, die kostet uns noch ein paar Ampere. Dann sind wir bei 1,5 sowas. Und jetzt gehen wir in den zweiten Gang. Und dann die Waldfee. 2,8. So. Also, der zweite Gang kostet richtig Strom. Schau mal, ob ich ein bisschen. Ja, okay. Also, im zweiten Gang geht er mal schnell hoch auf 4 Ampere. Sportliche Leistung. Fahren wir mal raus. So. Bin ich halb abgeschnitten. Kriegen wir das noch irgendwie geregelt auf die letzten Minuten? Ja, oder? So. Also, haben wir schon gesehen. Hubhydraulik, irgendwas zwischen 5 und 7. Und das Fahren zwischen 1,5 und im zweiten Gang mit Differential kommen wir hier schnell an 3 bis 4. Also, grob über den Daumen, was sind wir dann? Zwischen 7 und 10, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also zwischen 7 und 10 Ampere. Jetzt haben wir ja einen 7500er Akku, den wir aber nicht leer fahren. Der wird zwar unter Umständen jetzt, wenn er neu ist, ein bisschen überladen, aber wir sollen ihn ja nicht leer fahren. Also ich würde jetzt mal über den Daumen sagen, halbe, dreiviertel Stunde, je nach Material. Dann müsste der Akku so ziemlich durch sein. Von dem her, ja, und dafür aber 5 Stunden Ladezeit mit diesem Popelteil hier. Das ist halt so eine Sache. Ich würde euch raten, schaut mal nach Lipo-Akkus 2S, also sprich 7,4 Volt, als Ersatz mit den XT30-Steckern. Das sind diese kleinen gelben Steckerchen eben, die an dem Akku dran sind. XT30 und ein 2S. Lipo-Akku, damit fahrt ihr mit Sicherheit nicht verkehrt und wenn ihr da welche zum Wechseln habt, packt ihr da rein. Ja. Ansonsten, solche Stecker kriegt ihr auch einzeln, also ihr könnt euch auch einen Adapter machen von XT30 auf BC oder was weiß ich, T-Stecker oder so, dann könnt ihr natürlich auch mit anderen Akkus fahren, wenn ihr schon welche habt. Was passt rein? Für alle, die diesen Akku hier nicht haben, der hat die Maße 6,5 cm auf 5,5 cm auf 3,5 cm, sowas in der Ecke. Der passt hier wunderbar rein. Und wenn ihr da einen Akku findet, wenn ich einen finde, verlinke ich ihn natürlich unten. Wenn ihr einen findet, dann besorgt euch den, weil ihr werdet einfach mehr Spaß haben an der ganzen Sache. Ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir so durch, oder? Das haben wir, das haben wir. Wir haben die Größe, wir haben das Gewicht, wir haben das Thema Akku besprochen. Hubhöhe, haben wir ausgiebig besprochen, denn das finde ich für mich immer einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass das passt. Und ich wollte euch noch in der Nähe zeigen, ich lege bloß den Akku wieder ein, dann ist er für nachher schon mal drin, denn ich will ja noch eine Runde fahren, damit ihr mal so ein bisschen Gefühle kriegt für die Geschwindigkeit, für das Ganze. Und wie gesagt, nach wie vor ist nichts gemacht, er ist genauso out of the box, wie ich ihn jetzt hier dastehen habe, ist nichts eingestellt. Ich wüsste auch momentan noch nichts was. Dazu habe ich einfach zu wenig gemacht mit dem Modell, um jetzt schon zu sagen, ah, das und das. Die Pumpe läuft gut, die Pumpe läuft schnell. Hier müsste ich jetzt an sich nichts nachregulieren. Jetzt nicht wie beim Bagger, wo ich gesagt habe, da quietscht und da passt was nicht. Ich habe auch noch keine Undichtigkeiten irgendwo gehabt. Das passt also alles. Bin ich sehr zufrieden. Also, ich muss ihn trotzdem zurückschicken. Also, ich habe ihn noch ein bisschen da. Wenn ihr Fragen habt, dann jetzt her damit, denn jetzt ist er noch da. Jetzt kann ich vielleicht mal noch ein paar Sachen beantworten zu dem Modell. Nachmessen, gucken, irgendwas, keine Ahnung. Jetzt haben wir diese Chance noch, denn dann ist er wieder weg. Und wie gesagt, es tut mir irgendwie weh. Also, er ist schon cool.
ist echt. Vor allem, es ist halt irgendwie alles. Alles aus Metall. Bis auf die Scheibe. Ich wundere, ja. Aber ansonsten, es ist alles. Er ist super. Die Gummireifen sind richtig schön griffig übrigens. Das sind richtig, richtig schöne, griffige Gummireifen. Ich glaube, die radieren jetzt hier nachher auf meinem Boden mal ganz kehrig. Ja. Ich wollte euch noch aus der Nähe zeigen, damit wir hier endlich weiterkommen und meine Kamera nicht wieder so einen Zwangsabbruch macht, weil ich zu viel schwafel. Sollen wir da was reinlegen? Ne, das, ich gehe davon aus, dass es dicht ist. So, damit ihr den mal ein bisschen hier aus der Nähe seht. Es sind ja überall Fotos schon im Internet und auf der Seite beim Modellbau Natural sind auch Fotos drin. Und ich mache natürlich auch noch welche. So, hier haben wir die Lampen, schöne Aufkleberchen. Hier haben wir das Lenkgestänge drin. Die Kabine müsste wunderbar passen für die Bruderfigur. Ich würde es sofort machen, aber wie gesagt, ist das nicht meiner. Die Kabine können wir abschrauben. Hier unten sind einfach hier zwei und auf der anderen Seite zwei Schrauben drin. Dann kann man die Kabine abnehmen. Ist also ganz einfach gelöst. Ich drehe den Rad mal noch weiter, damit ihr den auch mal rundherum seht. Hier, das ist ein schönes Zugmaul. Der hat unten allerdings nur eine... wenn mir der Name einfallen würde, ihr wisst es, ich zeige es euch. So, hier. So ein Sicherungsring drin. Damit habe ich wahrscheinlich auf dem Parcours jetzt weniger Spaß, aber wenn ich hier irgendeine andere Lösung finde, dann kann man damit sicher auch gut was hinhängen. So sieht das ganze Ding auf der anderen Seite aus. Wie gesagt, die Kabine muss relativ einfach abzubauen sein. Soweit habe ich mich damit schon mal ein bisschen auseinandergesetzt. Und jetzt schauen wir noch unten rein. Wir haben hier die zwei Differentialgetriebe-Achsen, die Antriebsstange, Verteilerblock. Hier unten sitzt das Getriebe drin, das Zweiganggetriebe. Und wir haben hier hinten oben die Ölablassschraube vom Tank. Das ist auch wunderbar angebracht. Und jetzt haben wir hier zwei Schrauben und von der Seite zwei Schrauben. Und dann, ich mache es jetzt nicht, aber dann müsste eigentlich dieser ganze Block hier abzuheben sein und man kommt dann alles hin. Denn in der Beschreibung steht ja, wir können die Pumpe einstellen. Also müssen wir ja auch irgendwie hinkommen. Und ich gehe ganz schwer davon aus, dass das relativ simpel ist. Wie gesagt, soweit ich gesehen habe, hinten zwei Schrauben, von der Seite zwei Schrauben und dann geht dieser Block hier runter. Ja. Und dann kann man den abnehmen und darunter, unter dem, hier ist ja der Tank, hier ist die Elektrik drin und darunter, hier auf dieser Höhe, oder hier, müsste dann eigentlich die Pumpe drin liegen. Ja? Genau. So viel dazu. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, dann ergänze ich das noch. Vielleicht gibt es nochmal ein Video, wie gesagt, er ist noch da, je nachdem, was für Fragen kommen, wie ich die beantworten kann. Machen wir vielleicht nochmal einen zweiten Shot mit den restlichen Sachen. Wie gesagt, ich darf ihn noch ein bisschen behalten, darf noch ein bisschen testen und mir das Ganze anschauen. Und ich bin mir sicher, das ein oder andere kommt hier noch zutage. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, dann werden hoffentlich dann alle noch bestehenden und restlichen Fragen beantwortet. Genau, vergesst nicht, ich erwähne es nochmal, rein in den Kalender Mitte Februar. Reinschauen bei Modellbau Natterer. Wie gesagt, Link findet ihr unten. Da gibt es wieder Nachschub an diesen schönen Radladern. Ja? Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann! Oh, er piepst! Er hat einen Rückfahrpiepser! Und er blinkt. Okay. Also er blinkt. Machen wir hier noch Licht an. Zack. Jetzt ist vorne übrigens Sperre drin. Und ihr seht, wie der drüber radiert. Also Wahnsinn. Machen wir die mal an. Ja. So macht das Spaß. Das ist übrigens noch erster Gang. Aber ihr seht, wie geschmeidig der jetzt um die Kurven rumläuft. Kommt gleich nochmal. So. Und wenn ich die anmache, ja, dann überschiebt er. Also das ist Differential, wie immer. Differential mache ich an, wenn ich geradeaus irgendwo in die Prärie schieben will. Ansonsten Differentialsperre raus. Ihr habt ja auch gesehen, es tut ja auch dem Akku, ist ja auch akkubeträglich. Schaut mal den Wendekreis an.
Was ist das? Wie ist das? Von da bis da. So, mal gucken. So, wir sind hier. Legen wir mal was hin, oder? So. Achso, ein Ding brauche ich ja nicht mehr. Der hält's ja. So. Und hier. Das heißt, was haben wir hier? Wendekreis. Was schätzt ihr? Außenwendekreis. 82 cm. Das ist frei nichts. Das Ding hat eine Länge von über 50 cm und macht jetzt hier 82 cm Wendekreis. Also es ist Hammer. Ich bin mir sicher, der macht so Laune. Und er hält es. Also ihr seht, er schiebt jetzt auch nicht mehr drüber, ansonsten könnte ich da jetzt nicht so rumfahren. Und der piepst. Ich fahre nochmal bei euch hier ein bisschen, ne? Damit ihr das auch hört. So, und? So. Irgendwie ist die Schaufel, glaube ich, falsch rum angesteuert. Ich müsste jetzt gerade bei mir nachschauen, aber ich glaube, die Schaufel ist falsch rum. Kugelschreiber hier. Ja, das einzige die Hubhöhe, gell? Die Schaufel ist zu lang. Freunde, die Schaufel ist zu lang. Wir müssen die Schaufel abschneiden. Wenn wir die Schaufel kürzen. Ja, ich weiß, es ist ein nagelneues Modell. Ich schneide die jetzt auch nicht ab, aber wenn wir die Schaufel kürzen, dann sind wir hier, also hier einfach geradeaus rüber, gerade die Kante machen. Dann haben wir hier 18,5. 18,5, das schaut dann auch gleich mal ganz anders aus zum Ausladen. 18,5. Ach, ja, der Kugelschreiber. Ich dachte schon, ich habe jetzt irgendwie das Getriebe. Aber wir fahren immer noch über den Kugelschreiber, der hier rumliegt. Ja, also es macht. Ja, ich glaube, die Schaufel ist immer noch falsch rum. Ich muss kurz umdenken. Ich stelle es jetzt nicht um. Umgestellt ist es gleich. Aber es. Ja, das ist schon. Schon schön. Ja, die ist einfach zackig, die Schaufel. Mal auf Warnblinkanlage. Recht unspektakulär, oder? So, achso, zweiter Gang wollten wir noch, oder? Dann begeben wir uns mal in eine sichere Startposition, wo ich nichts kaputt fahren kann. Und wir starten, ich fahre mal mit 1 und schalte es dann dazu. Ja, warte mal. Boah, also in 2 und ich und Lenken, das ist jetzt natürlich. Und. Okay. Genau. Also 2 ist nicht meine Fahrstufe. Wir haben jetzt gleich die Kanister kaputt gefahren hier. Habt ihr das gesehen? Zack und da ohne mit der Wampe zu zucken hat er das hier. Viel kaputt gefahren. Also 2 geht gar nicht. Also ich kann nicht auf der 2 fahren. Ich hoffe, ihr könnt das. Ich kann das nicht. Also die 2 ist. Alter. Schwede, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist jetzt 1 wieder, gell? Weil 2 ist. Falls gleich die Kamera umgefahren wird oder so, ich entschuldige mich gleich mal dafür. Das ist die 2. Okay. Okay, also wir einigen uns auf den ersten Gang, habe ich so das Gefühl. Also der zweite Gang ist massivst. Also ich finde jetzt auch den ersten jetzt, also Frage an euch in die Kommentare. Wie seht ihr das auf dem Parcours? Ich meine, jetzt habe ich hier wenig Platz, aber wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt hier Vollgas, ich komme doch auch ans Ziel.
eigentlich auch sogar gar nicht so schlecht jetzt für einen Radler, oder? Ich meine, klar, wenn ich jetzt einen langen Weg habe, irgendwie so 3 Kilometer Parcoursanlage, dann brauche ich hier Vollgas. Weiter schon wieder. Ich höre jetzt auf. So, zweiter Gang. Der wird bei mir rot angemalt. Das ist, der, wie bei so einem Fahranfänger. Niemals höher als der erste Gang. Gott sei Dank. Sollte ich mich jemals am Bau bewerben, muss ich das Video vorher löschen. Ja, also, so weit, so gut. Es macht höllisch Laune und, ja, ich schaue mir jetzt das Modell die nächste Zeit mal an. Wie gesagt, haut mir das in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich verlinke euch alles. Und je nachdem, was für Fragen kommen und wie ich die beantworten kann, machen wir das unter Umständen in einem zweiten Video. Deswegen abonniert den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann!